Eier. Gestapelte Eier, flüssige Eier, gebratene Eier. Einmal im Jahr dreht sich in der Musik- und Kongresshalle alles um des Huhnes bestes Stück. Denn wenn die IHK zu ihrem alljährlichen Neujahrsempfang einlädt, dann steht auf dem Speiseplan traditionell Lapskaus mit Spiegelei. Das war schon immer so und das bleibt auch so. Und während sich der Veranstaltungssaal füllt und das Servicepersonal sich einen Schlachtplan für den perfekten Eierlauf zurechtlegt, muss hinter den Kulissen, bestehend aus diesen Stellwänden, jetzt Gas gegeben werden. 18 professionelle Eierbrater sind hier im Einsatz. Aufschlagen, braten, anrichten. Und das mehrere tausend Male. Für die Eierprofis reine Routine. Eine kleine Herausforderung gibt es für die Experten der aufgeschlagenen Köstlichkeiten dann aber doch. Ja, beim Eierbraten ist die Herausforderung, kennt ja jeder, dass das Eigelb nicht kaputt geht. Dem gehe ich aus dem Weg. Wir haben frische Eier gekauft, da passiert das nicht ganz so schnell. Und die dürfen natürlich auch auf dem Weg zum Teller nicht runterfallen. Das ist die größte Herausforderung, würde ich mal so sagen. Aber auch diese Hürde nehmen Koch und Ei gleichsam gut. Und so kann der Hingucker des Abends, das perfekte Spiegelei, serviert werden. Mahlzeit. Perfekt nennt der Eierkenner das Spiegelei, wenn das Eigelb zurückleuchtet oder auch spiegelt. Sunny side up nennt sich das im Fachjargon. Und das geht, kurz gesagt, so. Ja, die Pfanne muss sehr heiß sein, viel Öl. Ja, und dann vorsichtig das Ei reingleiten lassen. Ja, ne? Mit Schmackos, ne? Mit Schmackos.